Immerhin. Ah, ich glaube, mein Internet hat heute mal nicht das Beste. Du bist teilweise bei mir ein bisschen am Laggen. Du bei mir auch. Läuft. Ah, wir brauchen noch einen MV Basic Fortsetzer. Da. Oh. Ich mache das, glaube ich, mal so ein paar Quartik rein, so 5 sollten ja erstmal reichen. Ja, ich klinge mich irgendwie gerade mal durch die Weltgeschichte. So ein paar ME Basic Prozessoren auf Ford. Ah ja, wo bist du gerade? Da. No, ich kann die meine nicht auf dir drauf platzieren. Was hast du der bei in einer Waffel? Aber bei mir steht es, bei mir stehen unsichtbare Blöcke in der Luft von meiner. Warum? Keine Ahnung, das sind aber die Blöcke von meiner. Oh, ich bin so ein Mäh. Ich bin Troll. Mach ich das mal gerade hier. So. Ich meine, wir teilen uns ja schon viel, aber ich glaube, hier kann man das vergessen. Hat der jetzt auch so lange gewieselt bei dir gerade gehabt? Ja, scheiße, das ist gerade lang geupdatet, ne? Ja. Schau mal gerade, was so ein Recycler kostet. Ah, nee, bevor ich das mal wieder das nächste mache, mache ich jetzt erstmal die Menschen Transceiver fertig. Gut, wir brauchen von denen ein paar. Mache ich nochmal ein paar Golden Nuggets. So, jetzt habe ich mal eine allgemeine Frage, meine Zuschauer. Wollt ihr euch eigentlich nochmal bei mir die Bienen antun oder nicht? Schreibt es mir in die Kommentare. Habe ich so ungefähr eine Ahnung. Aber ich schätze ich schon, also ich weiß, worauf es hinauslaufen wird. Gut, wir haben dann noch einen Dimensional Transceiver für den hier, für den nächsten Miner. Willst du den aufstellen? Nicht. Gut. Du wolltest mir noch eine Stelle zeigen? Gleich. Weißt du was? Dann habe ich jetzt noch eine Idee. Ich glaube schon die ganze Zeit von den Bienen. Mache ich schon mal die ersten Gender-Stream-Bienen. Maschinen. Alter, wie viel Electronic Circuits man dafür braucht, ne? Was wir auf jeden Fall gebrauchen könnten, ist hier so ein Industrial Apiary. Das ist einfach so ein Apiary, der halt diese Upgrades hier eingelegt wird, wo die Upgrades eingelegt werden können. So, also jetzt bin ich bereit. Gut, dann gehen wir mal gerade mit. Ich schätze mal in Richtung von der Wüste, wo der jetzt steht. Oder? Ja, also nach. Oh, scheiße, ich hab die Wegpunkte nicht an. Nach Westen, schätze ich ja mal. Ja. Rechts. Jetzt bei mir gerade die Welt gar nicht geladen. Ah, jetzt. Bei mir lädt er auch nur ganz, ganz langsam. Ah, ich glaube, da müssen wir mal mit Baker sprechen.
Weil ich vorher vielleicht mal das Modpack so ein bisschen ausjungen könnten, weil teilweise. Ne? So, ich schätze mal, da sind so 4 Punkte. Ich schätze mal, da bist du. Ich schwebe bei mir immer noch in der Luft, also ich habe gerade hängendes Spiel. Du bist gerade vom Server disconnected. Geil! Also kann ich davon ausgehen, dass du gerade. Hast du nur ein DC vom Server oder? Weiß ich noch nicht. Was mache ich nochmal zu Hause was weiter? Oh, ich muss dringend mal den Raumpunkt von mir verlegen. Ich stand ja immer noch oben. Mache ich das gleich mal. Ha, das habe ich schon gemacht. Boah, Entschuldigung. Set Home. Home Set. So, wo waren wir dran? Ah ja, wir brauchen noch ein bisschen Bronze. Oh, nein, das Rezept läuft schon gar nicht. Ja, passt gar nicht mehr. Haben wir noch einen Hammer hier? Ja, als ob nicht. Ach, da brauchen wir schon Goldplatten für. Das ist Aluminium, wäre es okay. Da ich weiß, dass wir halt ein paar Mal mehr die Druckplatte, die Golddruckplatte brauchen werden, mache ich mal ein bisschen was auf Vorrat. Da, Carbon, Obsidian, Iron, Bronze, Wetterleuten, oh, passt. So, jetzt bin ich wieder da. Baby. So. Vierundzwanzig Sekunden geht ja. Okay, also ich bin jetzt an dem Loch, wo ich die geplant hatte. Gut, dann gehen wir wieder zurück. Okay. Ich habe mal Ja, gerade. ich wollte. Schädlingsbekämpfung, ja. Was wolltest du? Ich wollte, dass die hier drin stehen. Also hier unten steht dann der Boden. Dazwischen sind die Wasserstellen, wo das Wasser rausgepumpt wird mit den Liquid Nodes. Von Extra Utilities, ne? Ja. Und da steht dann auch hier unten der Tesseract, der das alles zu uns pumpt. Oben sieht man halt dann nur die Selenation Controller und die Solargenerator. Solargeneratoren. Ja, okay. Das halt noch ein bisschen verschönert durch irgendwelche Steine. Und es liegt alles in einem Chunk. Von daher brauchen wir nur einen Chunk Loader. Ja, perfekt. Reicht da nicht dann auch schon Spotloader? Ja. Ja, dann macht das so als Spotloader. Ja, wollte ich sowieso mal den nächsten paar machen. Gut. Ich lasse dich dann wieder hier dann von alleine. Ja, klar. Gut, jetzt brauchen wir aber. Machen wir hier mal weiter. Weighted Pressure Plate. Machen wir mal schon mal 3, weil wir brauchen ja so ein B wie Set, wie Settable, bla bla bla. Keine Ahnung, wie es ausgesprochen wird. Sieht ja nicht das richtige Bronze, ne? Der ist noch am Arbeiten. Ach, das wird immer noch nicht rausgepumpt. Müssen wir dann gleich noch einmal machen. Wo? Aus dem Alloy-Smelter wird nicht rausgepumpt. Okay, dann müssen wir die Ports abbauen und nochmal neu hinsetzen. Ja, mach Weil mal. eigentlich ha funktioniert das. Ja, nur keine Eile. Den ganzen Neugier. Schauen wir mal, haben wir schon alles? Ah, wir brauchen noch einen Piston.
Das hat er natürlich wieder keinen Zeichen. Wir sollten mal so ein Bevel mit Cobblestones auf Vorrat machen, dass wir auch nochmal so ein paar haben, ne? Ja. Aber wir können es ja auch irgendwann nochmal so eine 64K voll Cobble machen. Sind dann 4000. Nee, 64.000. Ja, kann man lassen. YouTube. So, damit hätten wir noch keinen, weil ich natürlich Dynamic Glass genommen habe. Aber hier dran Sand, nope. Aber da drüben war noch was Glas, aber ich mache nachher nochmal was auf Vorrat wieder. Ah, nehmen wir mal das Quite Clear Glass. Okay, dann mache ich mich mal an die ganzen Salination Blocks. Ja, geht hier schnell. Du hast ja so zwei Pfeile. Ja. Hey, das war meiner. Probiert. Ah ne, hier war meiner. So, wir haben einen Industrial Apiary. So, stell dich mal kurz auf und zeig's euch. So, der Industrial Apiary. Hier hat er einen kleinen MJ-Speicher von 10.000. Kommt hier die Biene rein, also die Prinzessin und die Drohne, und dann sind hier Upgrades los. Dann kann man hier noch hier sagen, dass er an sein soll oder dass er nur mit Redstone aktiv sein soll. Bla bla bla. Ja, kann halt nochmal schön viele Upgrades einbauen, wie Produktion-Upgrades, Lifespan, Flowering, Territory und so weiter und so fort. Gut. Mal ich aber das Ganze ausgehen. Wir machen jetzt mal weiter mit der ersten Maschine, dem Mutagen-Producer. Der Mutagen-Producer. Wir brauchen einen Hopi. Ich weiß, du wirst mich jetzt schon killen, aber ich muss. Warte mal, muss ich jetzt rechnen? 4320 Kupfer verschwenden. 4000. Ja. Ach du Scheiße. Für die ganzen Salination Blocks. Ich reg mich darüber mal nicht auf. Hast du gehabt? Passt noch nicht mal alle in die Kiste rein. Irgendwo Backpacks? Warte, einen habe ich glaube ich im Inventar gehabt, oder? Nö. Okay, dann suche ich einen. Ja, schon mal in unserer alten Behausung. Warte, hier war da jetzt noch. Da habe ich eigentlich alle runter. Ja, ansonsten schon mal bei Tributo. Nee. Ja, okay. Lass es bloß sein, der würde uns instant zweimal lynchen. Aber der hat ja eh seine Platten alle zu Hause, bei sich im Inventar. Eben. Gut. Wir brauchen noch einen Sturdy Casing. Das Ei ist wieder voll. Das können wir noch rausschmeißen. Komm, die können wir mal da so tun. Das Bett. Blub, blub, blub,